Die Österreicher stehen ganz weit vorne. Und das ist schon nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das ist die erste Möglichkeit für Martin Hanik. Martin Hanik, bisschen zu wenig Dampf hat der Ball noch gehabt. Hier das frühe Pressing funktioniert wunderbar. Das ist Baumgartlinger, spielt ideal hier ab. Darf noch ein Tick schneller sein, der Ball ein Tick länger. Gute Variante! Martin Hanik. Kosovic für Hanik. Ah! Arnautović. Der kommt gut. Der auch! Dritter Versuch von Martin Hanik. Ah! Junusovic. Hält sich hier die Seite. Und er lässt weiterlaufen. Ah, dieser Ballpass! Ah! Ah! Gegen Junusovic. Der ist fein für Janča. Der ist fein. Janča. Ah! Ah! Das gibt es nicht. Meine Güte! Arnautović stolpert über diesen Ball. Schöner weiter Pass hier, Janča nicht im Abseits und der spielt perfekt auf, besser geht's nicht. Nicht zum Hinschauen, nicht zum Hinschauen. Noch ein bisschen herauskommen, nicht zu viel ablagen lassen, meine Güte! So, also, Nordiren können in dieser Phase kurz ein bisschen was für ihre Ballstatistik tun und der Ball ist drinnen. Nicht nur für die Ballbesitzstatistik, auch für das Scoring. Achtung! Und der Treffer zählt, das gibt's ja nicht. Das gibt es nicht. Ah! Ah, es darf nicht wahr sein. Und weg sind die Punkte. Weg sind sie. Auch den Ball bringt er herein und der ist völlig frei. Das gibt's ja nicht. Gegen Schranz. Und pariert. Und im Nachschuss. Gibt's ja nicht. So wie Österreich fast die komplette erste Hälfte hindurch. Die können keinen Ball mehr halten. Kommt alles retour. Meierle. Innen zwei Stürmer. Die Querlatte gibt's ja nicht. Roland Linz. Alles richtig gemacht, nur 10 cm zu hoch. Schöne Flanke. Toller Kopfball, gut gelöst. Ein bisschen zu hoch. Hinterherläuft. Dann geht das alles zu schnell, Özil. Und das ist das 2:0. Grausam. Für Götze. Ah. Ich weiß nicht, was der erste Ballkontakt ist. Au, steht der lang oben. Ja, okay, super Zeitlupe. Aber das hat höllisch weh getan. Jede Wette. Lieblinger hoch nach vor. Linz! Und der ist drinnen, der ist drinnen! 2:3, Roland Linz macht sein zweites Tor. Noch einmal Anschlusstreffer für die Österreicher. Ivancic, schnell spielen. Gespielt, Meier lebt. Exzellent, tief in den Pass, vielleicht ein bisschen zu steil, aber Tor, 1:0. Für Meier lebt. Und Ableger Schopp, Tor! Markus Schopp macht sein zweites Tor und bringt Österreich wieder in Führung. David Alaba. Jawohl, 1:0.
David Alaba serviert diesen Ball brandgefährlich hinein. So wäre es gedacht. 5 Minuten nach Seitenwechsel. Linke Seite offen. Alaba. Und dann, oh, dann ist es Arne Friedrich, der hier das Eigentor erzielt. Martin Hanik. Das gibt's ja nicht! 4:4! Martin Hanik. Dann ist er Patzer. Das ist Martin Hanik. Hanik. 2:0. Dankeschön. Junosovic. Noch einmal! 1:1. Was für ein herrlicher Kopfballtreffer von Paul Scharner. Frankie Schiemer. Nusovic, Meierhofer, Arnautovic und Tor! 2:1. Ja, gibt's das. Staubtrocken. Da wird Tiki-Taka gespielt in Rot-Weiß-Rot. Einmal, noch einmal durchstecken lassen. Ja, wunderschön. Wunderschön. Und die Möglichkeit für die Österreicher. Und das muss Elfmeter geben. Jawohl! Das ist Elfmeter und Gelb gibt er nur nach dieser Attacke an Martin Hanik im Bernabeu. Jetzt daheim. 1:0. Jawohl. Arnautovic. Und nimmt er sich voll mit. Und noch einmal. Und ein drittes Mal. Meine Güte. Und zum Abschluss noch einmal an Arnautovic. Hanik. Super Tor von Marc Janko. Gibt's ja nicht. 2:0. Ein Wahnsinn. Wie ein Torpedo hechtet er da heran und setzt den Schweden noch eine rein. Schauen Sie, wie schön gespielt. Ein so wuchtiger, flacher Kopfball. Hanik die Vorlage. Dann taucht er tief hinunter. 80 cm Höhe und zu gut, zu präzise. Ganz großes Kompliment an Marc Janko. Janko nicht im Abseits. Und 1:0. 6. Spielminute. Hanik, Baumgartlinger. Oh. Und der geht. Ah! So schön, alles gemacht an Arnautovic. Und dann kommt Zlatko Junusovic. Ich glaube, Zentimeter nur zu. So schön, Baumgartlinger. Ein bisschen Ballglück auch hier mit dabei. Dann wird der ja, ein bisschen eingehängt hinten auch bei Junusovic, der dann nicht ideal an diesen Ball herankommt. Also, jetzt soll es reichen. 3 Minuten sind vorbei. Eine Flanke vielleicht noch hinein, aber die gehört wenn den Österreichern. Und da wird es gehen! Ah. So. Burgstaller. Es wäre so richtig so der klassische, kitschige fast schon, versöhnliche Abschluss gewesen. Würden Sie sagen, es war das beste Länderspiel für Österreich in den letzten ein, zwei Jahren? Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, das würde ich schon sagen. Ich glaube, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind, auch nach dem 0:2 nicht aufgegeben haben. Natürlich, durch ein Freistoßtor ist es vielleicht ein bisschen glücklich, aber trotzdem, das Spiel war auf unserer Seite. Jetzt dürfen wir nicht nur über das Glück reden, sondern über die Leistung der Mannschaft. Das war wirklich Hut ab, eine sensationelle Leistung von uns. Und ja, ich bin sehr stolz, in dieser Mannschaft heute gespielt zu haben. Ja, Martin Stranzl, ich kann mir vorstellen, dass Sie überglücklich sind, dass es ein Remis geworden ist. Reden wir mal rein allgemein, was sagen Sie zur Leistung der österreichischen Mannschaft heute? Ich glaube, die Leistung war sehr, sehr gut. Schiedsrichter sagt klipp und klar zu mir, er hat nicht gepfiffen, also muss es irgendwo aus dem österreichischen Sektor kommen und ich meine, das ist grob unsportlich und durch so eine Aktion bist du 1:0 hinten. Klar, ist es dann nachher ein Fehler von mir. Normalerweise schieße ich einen Ball irgendwo auf die Tribüne und dann ist die Situation bereinigt. Aber so rennt es halt einen Rückstand hinterher und Gott sei Dank haben die anderen Spieler das ausgebügelt.
Sie sagen, also eine großartige Mannschaft und so weiter, sicherlich super gekämpft, immer wieder auch ins Spiel gekommen, super Moral, nur hat es nicht doch auch ein paar dumme Fehler gegeben. Ich meine, das ist die Mannschaft, ob noch ein bisschen die Konstanz fehlt, das ist über 90 Minuten. Das natürlich, ich rede jetzt nicht über die Fehler, ich bin gezeichnet von einem Match 3-3, das wir gewonnen haben. Es interessieren doch jetzt keine Fehler werden gemacht, die Engländer machen Fehler. Der Beckham holt sich die gelbe Karten und sagt zu den Journalisten, ich hole mir die gelbe Karten, weil in Aserbaidschan nicht spielen, brauche nur die starken Spieler. Der Beckham ist ein Weltklasse-Spieler. Eine Mannschaft macht Fehler in allen und wir machen genug Fehler, aber es zählt kein Fehler bei dieser Moral einer Mannschaft und bei diesem Kampfgeist, bei diesem spielerischen Vermögen. Welche Mannschaft hat denn heute gespielt? Wir haben fünf Leute, wir müssen den Stranzl, wir müssen 1 Minute vor Beginn ersetzen. Ja, denkt an das einmal einer, dass der Feldhofer Fehl zum ersten Mal spielt gegen einen Ungeheuer mit der Nummer 10, der ein Rugby-Spieler ist und kein Fußballspieler. Das sind Dinge, diese positiven Dinge soll man aufzählen, nicht die Fehler. Fehler machen wir genug, um Gottes Willen. Wir müssen uns verbessern in allen. Glauben Sie, dass es ohne die Ausfälle anders ausgegangen wäre? Aber die Ausfälle, wir haben mit der Mannschaft gespielt, wenn ich sehe, was der 33-jährige Küper, wie der 70 Meter geht in einen Konter in der 88. Minute, ja, lacht er nicht an jeden, es hört in Österreich. Da denke ich jetzt dann, dass man einen Punkt fällt oder 2 Punkte führen oder 4 Punkte führen in der WM-Qualifikation. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich muss jetzt urteilen über die Mannschaft und was da passiert ist. Ist extremst nicht in Ordnung. Noch einmal, das ist irregulär. 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 Immer wünschen wir einen schönen guten Abend und gute Nacht. To ask, all I want is the here and now, the future and